Die Covid-19-Fallzahlen steigen, ein ganz großes Thema in Deutschland, ein ganz großes Thema in der Politik. Jetzt gab es einen Flickenteppich von unterschiedlichen Regeln und Maßnahmen, Beherbergungsverbot, Einschränkung der Freizügigkeit innerhalb Deutschlands. Ich bin im Zweifel, ob alle diese Maßnahmen tatsächlich verhältnismäßig sind. Klar ist, wir wollen eine Infektion, die außer Kontrolle gerät, verhindern. Aber zugleich müssen wir auch verhältnismäßig bleiben, muss Freiheit gewährleistet bleiben. Deshalb sehe ich die Dinge etwas anders. Erstens, wir sind alle aufgefordert, eigenverantwortlich zu sein und auf den Schutz, auf den Abstand, auf die Hygieneregeln zu achten. Aber nicht jeder nimmt an einer Hochzeit mit 300 Leuten teil. Nicht jeder ist hier in Berlin in der Partyszene unterwegs. Und deshalb muss es schon einen Unterschied machen, wie man selbst persönlich seinen Alltag gestaltet. Das kann nicht nur regional anhand der Infektionszahlen festgemacht werden. Da brauchen wir auch andere Bewertungsparameter, was ein Risikogebiet ist. Zum Beispiel die Auslastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die Zahl der Krankenhausbetten, die frei sind, die Demografie, die Zusammensetzung der Bevölkerung und auch derjenigen, die von einer Neuinfektion betroffen sind. Das muss eingehen in die Frage, ob man im Risikogebiet lebt oder nicht. Und zum Zweiten wünsche ich mir bundeseinheitliche Regeln und auch solche Regeln, die erlauben, dass Menschen jetzt im Herbst zum Beispiel mit ihrer Familie auf dem Land in Bayern oder an der Küste einen Erholungsurlaub machen können. Ich glaube, dass das auch dazu gehört, das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten. Dahinter steckt die Freizügigkeit der Menschen, die garantiert sein muss, und auch, naja, die Berufsfreiheit derjenigen, die zum Beispiel einen Pensionsbetrieb haben oder ein Restaurant. Und zum Dritten, hier in Berlin, da ist die Ordnungsbehörde wie an vielen anderen Stellen gefordert, sicherzustellen, dass es nicht ein Infektionsgeschehen gibt, weil einfach Leute Partys feiern und nicht auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten. Wenn wir das beherzigen und wenn wir vorsichtig mit dieser Situation umgehen, dann kann auch mehr Freiheit erhalten bleiben, als bislang es den Eindruck hat.